Hallo und herzlich willkommen. In einfachen Schritten möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie Sie unsere Kostbarkeiten aus dem Handwerkrestaurant auch zu Hause genießen können. Wir machen heute die Maishuhnbrust, die haben wir schon sous vide vorgegart, fein mariniert mit frischen Kräutern, dazu etwas frisches mediterranes Gemüse und ein Süßmaispüree. Für die Hühnerbrust, die müssen wir nur aus dem Vakuumbeutel kurz nachbraten. Dazu etwas Öl in die Pfanne. Und ruhig mit den Kräutern auf der Hautseite nachbraten. Nach dem goldbraunen Anbraten der Maishuhnbrust geben wir die Maishuhnbrust noch für 5 Minuten bei 170 Grad Ober- und Unterhitze in das Backrohr. In der Zwischenzeit können wir bereits unser Gemüse erwärmen. Und ebenso das Maispüree erhitzen. Wenn die 5 Minuten vorbei sind, können wir schon unsere Maishuhnbrust aus dem Rohr nehmen. Püree, Gemüse ist bereits heiß. Dann können wir schon das Essen anrichten. Den restlichen Fleischsaft aus unserer bereits vorgegarten Maishuhnbrust fügen wir noch in die Pfanne hinzu und ziehen uns eine Soße daraus. So können wir das Maispüree schon auf den Teller geben. Das Gemüse darüber streuen die Maishuhnbrust tranchieren und mit etwas Soße beträufeln. Ich wünsche Ihnen guten Appetit und gutes Gelingen.